Sottele, moin moin und herzlich willkommen hier und zu einer weiteren chilligen, ruhigen, entspannenden Folge City Skylines hier in unserer wunderschönen Stadt. Freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, was soll ich sagen? Wir machen da weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Den hier, den müssten wir mal neu machen, weil das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe mir endlich meine Parking Lot Roads runtergeladen. Das sieht einfach nur bekloppt aus hier. Deswegen kommt das weg. Das machen wir gleich mal neu. Und wir machen heute einfach ganz normal weiter im Programm. Ne? Wir brauchen ja Industrie, Gewerbe, Häuser brauchen wir. Wir müssen zusehen, dass wir vielleicht mal eine Schule irgendwo hinkriegen. Das könnten wir jetzt als allererstes machen. So eine Grundschule wenigstens schon mal. Die hier wunderbar auf die Ecke passt. Dass man so die Grundbildung kriegt. Lesen, Schreiben, Rechnen und so Zeugs. Ne? Weil bringt ja nichts, wenn du hier alles voll hast mit Leuten, die weder lesen noch schreiben können und so weiter. Das ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache. So, das haben wir. Jetzt muss ich gucken. Ich glaube, das war hier hinten. Ich hatte eben schon geguckt. Ne? Hier sind die Parking Lot Roads. Es gibt auch ein Parking Lot Road Snapping, habe ich gesehen. Das ist auch super. Das sind die ganzen BPL-Filler. Ich glaube, das hier waren meine Parking Lot Roads. Ne? Genau. So, wenn ich die jetzt so lang mache. Lieber einen kürzer. Machen wir mal lieber so, ja? Machen wir lieber mal so. Und dann nehmen wir von hier aus so die Straße. So, und jetzt darf ich die da oben hin machen. Geht das mit Anarchie? Das geht. Wenn ich die da dran mache, und jetzt können wir die nämlich schön ziehen. Ich liebe das. Liebe das, dass man das alles durch die Gegend ziehen kann hier. So, er hat aber noch einen Node, das gefällt mir nicht so. Der muss da rüber, das muss hier rüber. Erstmal muss alles hier hin. Die können wir ja so lang ziehen, wie wir wollen. Man sieht das. Soll ja schön hier hinpassen, ne? So und so. Guck, die sehen direkt 10-mal besser aus. Kannst mir erzählen, was du willst. Sehr schön. Der Node hier kann vielleicht auch noch darüber. Die Straße gerade da dran. So, und dann muss das hier noch so ein bisschen gucken, ne? So ungefähr könnte man das machen. Ich habe immer das Problem, das wirklich 100% gerade zu kriegen. Vielleicht so. Sagen wir mal so. Wir lassen es jetzt mal so, ja? Kann man den hier noch was länger ziehen? Kann man. Dann müssen wir gucken, dass wir die Dings hier reinkriegen. Waren das... Ne, die habe ich ja. Die hier waren das, glaube ich, ne? Kann das sein? 8x2 Parking. Das ist zu lang. 4x2, guckt. Kann man wunderbar da dran snappen, nämlich jetzt. Ich liebe es. Ich liebe es. Also es ist genau das, was ich meinte. Es ist einfach nur geil. Richtig schön. Und jetzt haben wir einen vernünftigen Parkplatz hier, der sehr cool aussieht, hier mit den Carbumpern und so weiter. Das hier gefällt mir nicht so, das ist nämlich nicht gerade, wie gesagt. Das ist jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen, ne? Aber lassen wir es mal so, bevor ich es verschlimmbessere. Sie fahren ja drüber, man sieht das hier schön, er wird benutzt, perfekt. Dann kommt hier jetzt wieder ein bisschen Grünfutter rein. So war das, ne? Genau. Das sind mir echt ein bisschen wenig Bäume, muss ich sagen. Kann ich auch einzelne Bäume nehmen hier? Ohne eine Brush? Größe, so ist glaube ich einzeln, ne? Genau, so ist einzeln. Dann gib mir mal den hier. Kann ich den? Ja, das ist in Ordnung. Lassen wir mal so. So, Anarchie wieder aus. Perfekt. Sieht direkt besser aus. Auf jeden Fall. Gefällt mir. Gut. So, wir brauchen Industrie, Industrie, Industrie. Ich bin echt mal überlegen, ob ich die schon hier weghole. Und wir die lieber irgendwo, sie können ja hier lang fahren. Du kannst von hier aus, kannst du hier rauf. Andere Richtung geht auch. Hier kommst du nicht runter. Das ist aber so angedeutet. Und dann hier ganz hinten, hier kommt man runter. Hier könnte man später auch vielleicht einen großen Hafen hinmachen oder so. Wenn wir wissen, ob da die Linien lang gehen, ne? Übrigens, danke für die beiden Kommentare, die wir haben. Versuchen wir das mal.
So, das hier geht alles weg. Es ist gar nicht. Haben wir hier Strom? Haben wir über die Autobahn, ne? Theoretisch ja. Praktisch geht der mal an und aus, oder was? Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, wir tun jetzt erstmal hier hingehen. Und die hier einfach aufwerten, weil dann haben wir schon mal eine vernünftige Straße. Das hier auch. Dann machen wir die Industrie hier hin erstmal. Das kannst du so lassen. Jetzt ist nur die Frage, wie machen wir hier wieder die Auf- und Abfahrten? Weil ich bin ja so ein Spezialist, ich bin ja so gut da drin, ne? Eieiei, vielleicht direkt hiervon. Na, so. Und dann, so, dann kommst du runter. Andere Seite von hier aus. So. So, von beiden Seiten. Hier dasselbe. Gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Okay, das ist zu. Geht nicht, aber das geht. Aha. Geh mal rum, ich muss was sehen hier. Jawohl, und von hier aus jetzt wieder so. Ups. So. So. Für den Anfang. Denkt dran, ne? Es ist halt, ja. Wer mich schon lange verfolgt, der weiß, dass ich da immer so meine Probleme mit habe, mit Autobahn auf- und abfahren. La, 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 la. Die machen wir mal weg hier. Ah, wie habe ich es vermisst. Wie habe ich es vermisst. Dieses Spiel ist so toll. Dann können wir jetzt hier... Boah, Wasser haben wir keins hier, ne? Nein! Das müsste dann hier rübergelegt werden. Uiuiuiui, das ist weit. Kostet viel Geld, aber wir haben mittlerweile auch viel Geld, muss ich sagen. Aber wobei, so viel Geld ist das nicht. Schneller weg, als du gucken kannst. Aber trotzdem müssen wir das hier halbwegs ordentlich verlegen. Und da dran. So. Da sind Tote. Okay, wir brauchen ein Krematorium. Schrägstrich. Waren wir hier? Hier hinten waren wir, ne? Oh, ne, hier waren wir. So, ja. Genau. Sehr gut. Das wird nachher auch Chaos geben, wenn das hier alles Industrie ist. Dann werden wir hier schön Chaos kriegen. Aber das ist ja auch was Schönes, weil dann können wir wieder gucken, dass wir ordentlich bauen hier. Beziehungsweise das alles wieder ordentlich hinkriegen später. Auch noch. Ich denke mal, das sollte erstmal reichen. Gib mal her. Dann lassen wir hier, lassen wir einen frei. Machen wir das mal so. Strom haben wir, ne? Strom haben wir, perfekt. Und dann können die hier Industrie bauen, die wir brauchen. Dann haben die halt einen sehr, sehr weiten Weg zur Arbeit, aber das ist ja nicht unser Problem, oder? So. Das ist hier gebaut. Das müsste jetzt eigentlich wieder runtergehen. Der Hartmut schreibt, gut. Freut mich, dass es dir gefällt, Hartmut. Wir kennen uns ja auch schon sehr, sehr lange, ne? Du guckst auch schon lange zu. Es tut weh. Es tut weh, wenn ich das sehe. Aber wir können halt noch keine großen Tunnel bauen. Später kannst du vielleicht irgendwie von hier aus so eine Brücke hier rüber bauen. Dann machen wir eine Straße, die hier lang geht. Einen Tunnel da durch, den Berg hier, der direkt hier anschließt oder so.
Dann sind sie viel schneller, als wenn sie hier den ganzen Weg über die Autobahn fahren. Das wird schon, das wird schon. So, ihr habt jetzt wieder was für Probleme hier? Nicht genügend Käufer für Produkte. Dann müssen wir mal eine richtiges Gewerbegebiet machen hier. Die Frage ist, wo setzen wir es an? Ich würde sagen, wir setzen das hier an. Da kommt schon die Feuerwehr. Die freuen sich, wenn ich das jetzt so und so mache. Hier lang. Verkehr drum. So. Sehr schön. Hier, jawohl. Und so. Wasser ist da. Nein, Wasser ist nicht da. Können wir aber nochmal hier durchnehmen. Den wollte ich nicht. So. Sehr schön. Was haben wir denn hier, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen? Das Übliche. Eine Hüpfburg. Wir nehmen hier. Dort. Dort. Und hier. Das müsste erstmal reichen. So, hier drin können wir wieder die einzelnen Bäume nehmen, so. Hier noch. Ah, ich mag das. Ich mag das. Mir gefällt das. Sehr gut. Da kann auch noch hin. Weil diese Juniper hier, die gefallen mir nicht so. Müssen wir mal gucken, dass wir andere nehmen. Das wird schon. Sieht auf jeden Fall gut aus. Gefällt mir. So. Das ist die Hüpfburg, wie gesagt. Guck mal. Wupp. Alles weg. Ne? Alles weg. So, was gibt's denn hier noch? Wir haben noch keinen Arzt. Krematorium. Ach stimmt, ich hatte ja alles freigeschaltet direkt, ne? Nehmen wir mal das Krematorium direkt. So, nehmen die Schule. Das passt. Jupp. Da geht Opa in Rauch auf. Böse. Aber so ist es halt, ne? So ist es halt. So ist es halt. Es wäre auch mal ganz, ganz nett, wenn du mir in die Kommentare schreibst, was so dein Sweet Spot für die Folgenlänge ist. 10 Minuten, 15 Minuten, 20, 30, eine Stunde, ich habe keine Ahnung. Such dir was aus. Wäre mal interessant zu wissen. So, wir bauen schon wieder Häuser, ne? Können wir mittlerweile höhere bauen? Könnten wir, will ich aber nicht. Und ich muss auch unbedingt mal gucken. Ich habe immer noch nicht das Plop the Growables gefunden hier. Weiß nicht, irgendwie Steuerung Shift P oder so. Irgendwie Prop it up ist das. Okay. Aha. Replace Tree. Okay. Find a Tree, Bambusbaum. Und den kann ich dann damit ersetzen, ne? Props, Chirper, schmeiß mich weg. Das heißt, hier könnte ich jetzt jedes einzelne rausnehmen oder so, ne? Trees. Ah, okay, ich muss gucken. Ich muss gucken. Ich will jetzt nichts kaputt machen. So, auf jeden Fall, das neue Gewerbegebiet läuft. Und wir haben hier die Straße nicht blockiert. Das ist das Gute. Jetzt haben wir hier eine Kreuzung, aber es ist nicht alles hier dran. Wenn man Kreuzung, 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 Kreuzung hast, ne? Vielleicht können wir ja später auch direkt wieder einen Superblock machen. Müssen wir mal schauen. Oder wir machen hier so eine Fußgängerzone. Das wäre auch was. Wo war das hier? Nein, das ist Wasser. Hier ist es. Bup, 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 bup. Nur Bäume. Wir brauchen Platz hier. Denn hier muss ja weitergebaut werden. Sehr schön, sehr schön. Dann können wir hier die Straße weiternehmen. Kann ich die eigentlich schon gerade hier dran machen? Kann ich. Perfekt. Dann können wir die auch direkt aufwerten hier. Das Stück auch. Okay. Das geht. Wetten wir. Siehste. Dankeschön. Da geht's nicht. Machen wir dann später. So, die Dinger hier müssen weg. Ach, ich mag das.
kriegen wir die jetzt schräg hier durch? Auch so. Kriegen wir ohne Probleme. So. Wunderbar. Dann können wir hier rein auch wieder was machen. Als erstes Wasser. Immer Wasser. Jetzt habe ich das wieder vergessen. 590.000 haben wir noch. Das reicht für einen Anfang. So. Ah, da ist auch der große Wasserturm mit 160.000. Da müssen wir auch immer gucken, ne? Abwasser und Wasserverfügbarkeit und so weiter. Was sagt der Strom? Der sagt uiuiui. Da müssen wir gleich auch was machen. Aber erstmal kommen jetzt wieder die kleinen Häuschen hier rein. Und zwar so. Und so. Und hier kommen sie auch ran. Ist zwar keine Top-Lage da hinter dem Krematorium, aber wir brauchen halt Häuser, ne? Der zweite Kommentar heute kommt vom lieben Matsplay. Der schreibt, Moin Ede, könntest du ein mega großes Wohngebiet bauen und es Luxemburg nennen? Bitte. Können wir machen. Die Frage ist, Mats, willst du hier so flache Einfamilienhäuser haben oder willst du lieber was haben, wo Hochhäuser und so weiter stehen? Weil wenn Hochhäuser, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Die haben wir ja noch nicht. So. Wenn du sowas Flaches wie hier haben möchtest, könnten wir das ja direkt nehmen, weil der Plan ist, das hier noch alles voll zu machen damit. Hätten wir hier auf dem Kopf, können wir ein Gewerbegebiet machen und hier so drumherum überall halt flache Häuschen. So, wo fahren die lang? Was ist das denn hier? Halt mal an. Frachtschiff, okay. Könnten eigentlich mal gucken, wo das lang fährt, damit wir sehen, wo die durchfahren hier. Um später dann zu schauen, wo man einen Hafen bauen kann. Weil es bringt ja nichts, irgendwo einen Hafen zu bauen, der nicht angeschlossen ist, ne? Das wäre ja Blödsinn. Ich schätze mal, das fährt jetzt hier raus. Guck, das fährt raus. Geht mal her. Und das fährt jetzt in die andere Richtung, ne? Gucken wir mal. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Nö, nö. Schön, wie sie durchfährt. Wie so Fjorde, links und rechts die Felsen. Steil nach oben. Gefällt mir. Genau, guck, hier links ist unsere Stadt. Er fährt jetzt hier rechts rum. Okay. Hier durch. Interessant. Sieht echt schön aus. Sieht schön aus. Da ist die Brücke. So, wo sind wir hier? Okay. Okay. Und jetzt fährt er da hinten raus. Gut. Das heißt, hinten die Industrie, die wir da gebaut haben, da ist überhaupt kein Schiff. Dementsprechend würden die da gar nicht hinkommen, schätze ich mal. Ne? Also hier kommen die garantiert nicht hin, weil hier kommt kein Schiff raus, nix. Wenn ich jetzt hier einen Hafen hinbaue, dann ist der nicht anschließbar. Ne? Das heißt, wir müssten das schon hier irgendwo machen, wo er durchfährt. Wäre dann vorzugsweise irgendwie, ja, hier sind mir ein bisschen viele Felsen. Wir könnten die hier platt machen. Später, ja. Dass man sagt, die Bucht hier, die wird zum großen Hafen, das hier alles zum Hafen. Oder wir machen das wirklich quadratisch praktisch gut mit Land aufschütten und so weiter, so dass das einen schönen Containerhafen gibt. Da haben schon wieder die ersten keinen Strom. Das heißt, wir setzen jetzt mal hier hinten noch einen... Alter Falter, das ist wirklich am Arsch der Welt. So, die haben auch alle keinen Strom und kein Wasser, warum auch immer. Kriegt jetzt hier ein richtig, richtig schönes Kohlekraftwerk auf die Ecke. Bitteschön. So, und jetzt sollten auch alle wieder Strom haben. Das muss erstmal reichen. Für 8 Wochen genug Kohle. Das ist auch was, da könnten wir auch gucken. Ich meine, wir haben den Pinsel, wir können uns hier selber Kohle und so weiter machen. Aber es interessiert mich, wo die Naturrohstoffe sind. Alles voll mit Erzen... Und hier fruchtbares Land, Wald, Öl,
Ist alles in Hülle und Fülle da? Da gibt es jede Menge Öl. Aber wir machen uns selber Gebiete, ne? Weil immer so klitzekleine hier, da bin ich kein Fan von. Wenn man da dann drei Sachen draufstellt und das war's. Das muss nicht sein. Nee, da machen wir lieber weiter hier. Schon wieder Häuschen. Die sind aber auch du. Die sind echt du. Interessant. Läuft da überhaupt wer lang? Da laufen voll viele lang, ey. Das ist ja geil. Gefällt mir. Richtig, richtig schön. Da könnte man den eigentlich mal gerade weiterführen hier. So, und so. Der hier war das, ne? Genau. Gibst du mir mal den. Guck mal, machen wir den mal so hier entlang. Am Strand. Am Strand. Ich bin auch schon bescheuert. So. So. Zap. Nee, bitte gerade ungefähr. So. Und jetzt kann man ihn da auch wieder dran machen. Das ist nur das Problem, wenn ich das jetzt wieder von hier da dran machen will. Kriegst du wieder überall bupp, abgebrochen und so weiter und so fort, ne? So. Einmal so. Einmal so. Und einmal so. Der hier kann auch noch. Und von hier aus dann noch. So. Passt. Dann haben wir so einen schönen Park. Soll ein Park sein, ja. Anarchie aus. Bäume her. Hier, jawohl. Das ist ein bisschen größer. So, machen wir es wieder voll hier. Dass das schön aussieht. Das reicht. Ach, ist das schön. Ist das schön. Sehr gut. Guck, sieht doch super aus. Sieht super aus. Lockert das Ganze direkt ein bisschen auf. Schön. Schön, schön, schön. Hier können wir auch direkt alles grün machen, weil hier möchte ich eh nichts mehr hinmachen. So. Sehr gut. Sehr gut. Wie kriegen wir jetzt hier noch ein bisschen weiter hin? Hier muss erstmal die Straße wieder aufgewertet werden, sehe ich gerade. Da ist immer noch Kiesweg. Passt. Wunderbar. Wunderbar. So. Das haben wir. Jetzt wollen wir das hier. Ja, bis hierhin würde es nur gehen, ne? Und dann ist Ende. Dann ist echt Ende. Dahin. Nein. Hier. So. Da passt noch einer. Guck. Und dann ist Ende. Dann müssen wir hier echt das Stück wegmachen. So, und dann können wir das hier noch ein bisschen lang machen, vielleicht. So, und dann ist aber endgültig finito in der Ecke. Vor allem müssen wir uns schon überlegen, wie wir hier dann irgendwie irgendwo eine Brücke machen, um auf die andere Seite zu kommen. Weil ansonsten haben wir nachher alles, was hier ist, muss über diese Kreuzung. Und das ist nicht gut. Ja? Das ist nicht gut. Ihr wollt noch ein bisschen Gewerbe haben. Könnt ihr haben. Kein Problem. Bin mal frech und mach das jetzt so hier. Es müsste auch reichen. Es müsste reichen. So. Sehr schön. Hier können wir die Häuser reinmachen. Da passt was rein. Ja, will ich das? Nein. Mach mal den hier. Mach mal den hier. Und hier kommt dann auch schon der Felsen. Da ist dann langsam auch Ende. Den können wir stehen lassen. So, hier müssen wir so machen. Bis dahin ist okay. Das hier ist auch noch okay.
Der Rest bleibt frei. Die komische Mauer hier, die können wir abreißen. Da stehen einfach so Schutthaufen. Auf der Straße. Ach ja, die lieben Props. Die lieben Props. Guckst du an, laufen voll viele zu Fuß, ne? Das gefällt mir. Guckst du an. Alle hier rüber. Alle hier rüber. Vielleicht kriegen wir das ja auch noch irgendwie angeschlossen. Wäre eigentlich eine gute Idee. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Pass mal auf. So, den tun wir jetzt mal hier hin. Dann haben wir da nämlich Platz. Dann können wir die hier wegmachen. Zu und aus. Dann machen wir die Straße hier weiter. Einfach den hier. Den hier. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir hier was Erhöhtes hinkriegen. Bitte gerade. 10 Meter. Kriege ich das hier drüber? Krieg ich, dann kann ich nämlich hier dran, oder? Warum darf ich hier nicht dran? Wegen dem Baum? Dein Ernst? Ich will ja hier hin. Ach, zu kurz, ne? So, ist auch dran. Dann hätten sie nämlich eine direkte Verbindung hier ins Gewerbegebiet, wo sie shoppen können. Müssen sie gar nicht da hinten rumlaufen und alle über die Kreuzung. Wird auch direkt benutzt. Das ist super. Das gefällt mir. So, und von hier aus können sie sich dann überall verteilen, wie sie wollen. So, yo, guck direkt. Perfekt. Perfekt. Gefällt mir. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Haben wir das. Weil hier ist nicht so viel los wie hier. Und dann stören wir den Verkehr nicht mit den Zebrastreifen. Wir können das ja vielleicht sogar noch besser machen, weil wir haben ja unseren Traffic Manager hier, ne? Wenn wir hier überall die Zebrastreifen ausmachen. So. Dann müssen sie ja da hinten durchlaufen. Gucken wir mal. So, so und so. Testen wir einfach. Wir kennen ja das Chaos, was ich immer anrichte, aber jetzt müssten die eigentlich alle hier langlaufen. Weil hier rüber kommen sie ja nicht mehr hin. Sie müssen hier lang. Sonst kommst du zu Fuß nicht mehr hin. Siehst du? Perfekt. Perfekt. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. 1200 plus. Wir haben das Krematorium, wir haben die Schule. Hier ist schon alles weiter. Das gefällt mir auch. Wobei, da ist Kriminalität. Wir haben doch eine Polizei, oder? Jo, wir haben eine Polizeiwache. Von 20, okay. Was wir noch nicht haben, ist der Arzt. Arztpraxis, Krankenhaus, großes Krankenhaus, öffentlicher Swimmingpool, was ist das hier? Desert Springs Medical Center, okay. Interessant. Muss ich mal gucken, was das ist. Allgemeinkrankenhaus haben wir auch. Feuerwehr haben wir. Katastrophen wollen wir keine. Polizeihubschrauber-Depot brauchen wir jetzt auch noch nicht. Kleine Bank. Ah, das ist noch nicht freigeschaltet. Okay. Historische Polizeiwache. Nee, danke. Schule haben wir. Universität haben wir noch nicht. Brauchen wir aber auch noch nicht. Luftfahrtmuseum. Fluglinienzentrale. Okay. Ah, das ist alles Flughafen, ne? Das ist noch lang hin. Flughafen brauchen wir noch nicht. So, Flughafen brauchen wir noch nicht. Okay. Sieht aber schön aus hier. Müssen wir nur dafür sorgen, irgendwie, dass da jemand spazieren geht. Wäre das noch besser. Da sind einzelne Personen. Der donnert mit dem Fahrrad hier lang, ne? Sollen wir mal verfolgen, gucken, wo der hin will. So, hier runter, da drüber und dann fährt er hier lang. Okay.
Vielleicht kriegen wir das hin, dass wir später irgendwo hier eine Brücke machen. Hier rauf und dann darüber. Das wäre eine Idee. Irgendwie so. Wir müssen das halt immer so irgendwie verknüpfen, dass sie das benutzen müssen. So wie hier. Ne? Dann ist da auch was los. Gefällt mir. Gut, wir brauchen immer noch Häuser. Das heißt, wir könnten das nächste Wohngebiet dann hier in die Richtung verlegen. Das können alles... Müllprobleme, okay. Die voll? Die sind alle unterwegs. Oh, jetzt erzähl mir nicht, alle 15 fahren hier hinten hin an den Bobbes der Welt, um da den Müll wegzuholen. Das wäre natürlich doof. Ich meine, hier kann auch einer rumfahren, aber bitte keine 15 Stück. So, und warum habt ihr kein Wasser? Weil ich blöd bin. So. Haben wir das erledigt. Sehr gut. Kohlekraftwerk steht, 2200 Einwohner, eine Schule, Krematorium, Müll ist voll ohne Ende. Ich fürchte, die werden doch das machen, was ich nicht wollte. Aber so ist es halt, ne? Neues Gewerbegebiet mit schöner Fußgängerbrücke. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Alles hier. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.